Hallo, mein Name ist Claudia Heffner. Ich darf Sie hiermit herzlich einladen am 27. September zum ersten Jitters Low Tag in Hersbruck. Hallo, ich bin Edith Pflaum. Wir arbeiten zusammen im Arbeitskreis Jitters Low und am 27. September wird unser erster großer Jitters Low Tag sein in Hersbruck. Wir brauchen dazu leere Schneckenhäuser, da soll nämlich am 27. September ein großes Kunstwerk entstehen. Es finden ganz viele Aktionen für Jung und Alt im gesamten Stadtgebiet statt. Und es geht um Nachhaltigkeit, bewusster Leben und das Thema Entschleunigung. Nachhaltigkeit? Wir haben noch einen Uhrmacher, der die Uhren reparieren kann. An diesem Tag können Sie ihn über die Schulter schauen. Nachhaltigkeit? Wir haben noch einen Schuster. Auch dem dürfen Sie bei der Arbeit zuschauen. Ebenso findet in Hersbruck für Kinder ein Pflasterkunstprojekt statt. Im Hirtenmuseum gibt es Bastelaktionen, ebenso ein Segelboot auf der Pegnitz und noch viele weitere Aktionen im gesamten Stadtgebiet. Im gesamten Stadtgebiet und in den Ortsteilen. So können Sie zum Beispiel auch Bienen zuschauen, wie sie für uns den Honig produzieren oder ein frisch gebackenes Brot genießen. Sie können in einer Metzgerei einkaufen, wo wirklich nur Schweine aus eigener Haltung geschlachtet und verkauft werden. Ja, und dann gibt es noch die Möglichkeit, bei den Miniköchen Pommes frites zu genießen, in der Innenstadt zu bummeln, aber auch geschichtlich zurückzublicken, zum Beispiel in Richtung Rosengarten zu flanieren, einen Stadtspaziergang mit einem Architekten. Oder wollen Sie vielleicht mit einem Oldtimer Bus durch die Stadt fahren oder mal eine Draisine selbst betreiben? Das alles ist möglich an unserem Jitters Low Tag am 27. September. Also bitte den Kalender eintragen, 27. September 2014, unbedingt nach Hersbruck kommen. Ach, das ist jetzt schon gelaufen? Nein. Ja, das läuft schon. Also.